Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zum Flip-Through von diesem Buch. ihr habt das ja schon gesehen in meinem Steamclay-Tür-Tutorial. Und ja, jetzt habe ich das Buch fertiggestellt und wollte es euch gerne zeigen. Es ist auch tatsächlich das erste Buch, was ich zum Verkauf quasi stelle. Das fällt mir sehr schwer, aber ich mache mittlerweile so viele Journal, ich komme gar nicht dazu, sie selber alle zu nutzen und dafür sind sie echt zu schade, weil sie müssen wirklich beschrieben werden und genutzt werden und als Art Journal oder was auch immer verwendet werden, weil einfach nur zum Rumstehen sind sie einfach zu schade. Und ja, falls jemand von euch Interesse hat, das Buch zu erwerben, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, packe ich euch in die Infobox oder schreibt mir auf Instagram oder Facebook. Ja, genau. Aktuell ist es noch zu haben. Ja, also wie gesagt, das Tutorial zu dieser Tür findet ihr ja auf meinem Kanal. Zu dieser tollen Steamclay-Tür. Als Verschluss habe ich hier einfach ein Gummiband benutzt. Hier mit einem Eyelet. Und ja, einfach damit es ein bisschen zusammenhält. Genau, dekoriert ist das mit Maulbeerbaumrinde und Gilding Wax. Und Acrylfarbe, hier Spitze und ein Filigree-Teilchen und hier hinten auch mit Metallic-Acrylfarbe, der Maulbeerbaumrinde und Gilding Wax. Genau. Das Ganze ist nämlich auch zeitgleich eine Shadowbox. Ta-ta-ta-ta. Dahinter versteckt sich die Zauberschule. Und eine Eule, die ganz mysteriös guckt und ein bisschen Efeu überwuchert, der Eingang in diese magische Welt. Genau. So, dann machen wir das Schätzchen mal auf. So sieht das jetzt von innen aus. Hier habe ich nämlich auch schöne schwarze Spitze an die Ränder gemacht. Verwendet habe ich von Funkekram das Zauberschulpapier, genau, und Bastelblöcke von Action und so weiter. Genau, und es hat drei Signaturen, weil es ja eben eine Shadowbox ist, die ja ziemlich dick ist vom Cover her. Ich habe sie eins dünner gemacht, als ich die Shadowbox normalerweise mache. Ja, weil ich da jetzt nicht so heftig viel Tiefe reinhaben wollte. Ich wollte nur so ein... Ja, dass es wirklich so aussieht wie ein Eingang in diese magische Welt. Genau. Hier vorne habe ich ein Cluster aufgeklebt. Das hier kann man auch nochmal als kleine Pocket benutzen, wenn man möchte. Und ja, hier ist ein Tag drin mit der Eule. Das ist aus, glaube ich, so einem Zauberschulpapierset, was ich mal auf Amazon gekauft habe. Hier ist auch von Funkekram aus dem Zauberschulenpapier. Genau, und hier ist auch ein bisschen handgeschöpftes Papier, was ich von einer Bekannten gekauft habe. Also das habe ich nicht selber gemacht, aber ich finde, das funkelt halt auch so schön, ne? Passt einfach herrlich so zum Basilisken und so. Deswegen musste das mit hier rein. Genau, hier ist schon mal eine Eintrittskarte zum Gespensterball. Hier habe ich auch mit Schablonen gearbeitet. Das hier ist zum Beispiel aus diesem einen Action-Bastelblock. Ah, genau, ich habe auch das Eulenpapier von Funkekram verwendet. Vorne auf dem Cover, das ist nämlich auch von dem Eulenpapier. Genau, so einfach putzig, wie die kleine Eule da unten in der Ecke reinschaut. Ich finde die einfach so drollig. Genau. Und was ihr hier noch seht, ist von Stamperia das Alchemy 20x20 Büchlein. Das habe ich auch verwendet. Da habe ich dann hier einfach einen Tag davon ausgeschnitten und hier auch. Und habe das dann als Einstecktasche und dahinter noch schabloniert. Die Papiere sind in Tee gefärbt. Hier noch eine alte Buchseite. Hier auch und mit einem Sticker geschmückt. Die Schwarzmagische Vereinigung, weil dieses Buch hat ja schon einen ziemlich düsteren Vibe. Da gehörte für mich auch so ein bisschen schwarze Magie mit rein. Weil allein, ja, durch das Cover, finde ich, wirkt das Ganze so mysteriös und düster. Und deswegen ist das eher in die düstere Richtung gestaltet.
Hier habe ich ein Stück aus dem Zauberschuhen, ein Reststück Zauberschuhenpapier benutzt und habe da, ich weiß nicht, das ist so eine Postkarte, die habe ich einfach in meinem Vorrat gefunden. Ja, kann man ja noch weiter verwenden, wenn der neue Besitzer das möchte, aber ich finde, das passt so von der Schrift her auch in so ein Zauberschuhbuch. Hier habe ich so ein interessantes Strukturpapier verwendet und habe das mit, wie heißt das Spray? Ah ja, genau, dieses Perfect Pearls Mist besprüht. Das schimmert. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, aber es hat einen ganz, ganz tollen Schimmer durch dieses Perfect Pearl Spray. Ja, da kann man natürlich auch noch irgendwas dran kleben oder es als Pocket festkleben, wenn man das möchte. Aber ich fand es halt auch schön, ja, hier die Spinnenweben hinzuschablonieren. Auch diese Crackle. Schablone, ich glaube, die ist von Tim Holz, wenn ich mich nicht irre. Finde ich auch richtig schön. Hier auch nochmal ein Cluster mit diesem sehr hübschen jungen Mann. Mit diesen, ich gebe es ja zu, ne, mein erster Schwarm, also ich bin ja Kind der 90er, war von Ariel die Meerjungfrau, Prinz Eric, schwarze Haare, blaue Augen. Also total mein Typ hier. Deswegen musste der auch mit hier rein. Ach ja. Genau, hier auch wieder das Eulenpapier. Ein Hokuspokus-Stempel. Hier habe ich aus dem Zauberschulen-Booklet was ausgeschnitten. Habe das hier mit ja, einer Büronadel-Klammer festgemacht und einen kleinen Schlüsselcharm dran gehangen. Dann kann man da drunter noch was schreiben. Hat man noch Platz für ein bisschen geheime Notizen, geheime Zutaten für einen streng geheimen Zaubertrank. Ja, hier ist wieder eine Pocket, wo zwei Kleinigkeiten drin stecken. Einmal hier so ein kleiner Tag mit magischen Wesen. Und aus dem Stamperia Alchemie Block. Ja, hier ein bisschen mit Stickern geschmückt. Ja, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsseiten aus dem Zauberschulpapier. Oder ist das vom Eulenpapier? Nee, das ist, glaube ich, vom Eulenpapier. Ne? Aber es sieht halt so zauberschulenmäßig aus. Aber ich glaube, es ist das Eulenpapier. Ja, hier dieser bunte Zaubertrank und wie er da so sitzt mit der Eule auf der Schulter. Und das hier hat halt einfach danach ge... Also es hat mich angesprungen, daraus ein kleines Minibuch zu machen. Das habe ich hier mit einem mit Magnet verschlossen. Und genau, da ist hier noch ein kleines Büchlein also drin, wo man seine Zaubertränke reinschreiben kann. Ach, so Spielereien machen doch ein Journal auch aus, oder? Finde ich einfach süß. Genau. Ja, hier ist auch eine Pocket in das Designpapier geschnitten von Funkelkram. Mit dieser Schnecke kann man auch noch mal ein paar geheime Sachen aufschreiben. Und die sieht da auch aus, als wäre die gerade in der schwarzmagischen Vereinigung aus irgendeiner düsteren Ecke gekrabbelt, oder? Oder das könnte auch von Herr der Ringe sein. So, das Auge Mordors oder so. Auf jeden Fall auch eine sehr düstere Eule. Ja, hier habe ich eine Zaubertrankflasche embossed. Das ist ein Stempel, den ich ganz neu für mich entdeckt habe. Und zwar dieser hier. Den gibt es bei Creative ID. Also über mich bestellbar. Ich setze euch den Link auch gerne in die Infobox. Auch den Link zu den Papiersets. Und ja, finde ich einfach richtig toll für so Zauberschulen-Thematik oder auch Hexen-Thematik oder ja, für Wald-Journal würde das auch ganz gut passen, so wegen den Blumen. Genau, hier habe ich dann auch mal ein bisschen in farbig. Ich glaube, das war Salvaged Patina schabloniert. Ja, hier wieder das Strukturpapier und hier habe ich einen Stempel von Create a Smile genutzt. Und habe das so zum Aufklappen hier reingeklebt, weil ich fand, das hat auch so nach aufklappbares Buch geschrien. Und ja. Hier sind dann die anderen kurzen Seiten noch drin, die man natürlich auch noch befestigen könnte für eine Pocket oder noch was draufkleben. Die eignen sich dafür immer sehr gut. Hier bestempelt mit dem Funkelkram Schriftstempel. Also nicht den eigenen vom Funkelkram, die haben ja mittlerweile auch einen eigenen. Das ist der, den sie immer bestellen.
Aber sie hatten da ja oft Lieferschwierigkeiten und deswegen haben sie ja einen eigenes Design jetzt mittlerweile auch, aber das ist der alte quasi. Genau. Und dann sind wir schon in der dritten Signatur hier. Oh, das ist auch so ein schönes Motiv, wie die Eule da so zum Fenster reingeflogen kommt. Das, wie gesagt, das Eulenpapier hat einfach geschrien, mit Zauberschulenpapier kombiniert zu werden. Ja, diese Seite aus dem Eulenpapier habe ich dann ausgeschnitten, um es als Pocket zu nutzen. Da habe ich hier eine von diesen Brotpapiertüten-Taschen gemacht. Davon gibt es ja auch ein Tutorial auf meinem Kanal. Und ja, da kann der neue Besitzer dann ein bisschen Sachen drin aufbewahren, die er dann noch neben dem Journal verarbeiten möchte. Hier nochmal ein Cluster draufgeklebt und mit Weiß auf dem Schwarzen schabloniert. Das hier ist ein Lavinia-Stempel, der darunter auch, der gehört allerdings nicht zusammen, aber ich fand der Spruch, der passt irgendwie gut zu dieser Eule. Time is the most valuable thing we can spend. Also Zeit ist das meist wertvollste Ding, was wir quasi verbringen können oder benutzen können. Und das ist halt einfach so. Die Lebenszeit ist wirklich das Wertvollste, was wir haben, was nicht mit Geld aufwiegbar ist. Und ja, sollten wir wirklich versuchen, so oft es geht, jede Minute davon zu genießen und aufzusaugen. Ja, und uns in der Eulennacht. Ja, mit schönen Gedanken an unsere Journal setzen und noch ein paar positive Sachen quasi sich am Ende des Tages nochmal ins Gedächtnis rufen. Hier ist auch eine Pocket, wo ich so ein kleines ausgestanztes Teil habe mit Drachen, weil Drachenkunde ist natürlich auch wichtig in der Zauberschule. Hier habe ich auch so ein bisschen dünnes Packpapier mit eingebaut. Ich finde, ah, das raschelt halt so schön, ne? So kleine Spielereien braucht man ja auch immer mal wieder. Ah, ja, die Seite finde ich auch irgendwie so schön. Das ist so eine schöne Komposition. Hier dieses alte Buch und die Rose, dieser schöne Trank und, ach, weiß nicht. Manchmal hat man ja so Seiten, die man einfach gerne anguckt, ne? Hier habe ich aus dem Eulen-Stickerbogen eine Eule ausgeschnitten. Das hier ist wieder das Stamperia-Papier. Genau, das hier habe ich auch als Pocket aufgeklebt. Da ist allerdings nichts hinter, aber wäre ja noch Platz für den neuen Besitzer, da was einzustecken. Und das habe ich wieder hier so eingeklebt, weil man braucht natürlich auch einen Lageplan der Schule, damit man sich auf dem Weg zu seinen Unterrichtsfächern nicht verläuft. Ja, und das natürlich als Centerpiece, ne? Das ist, glaube ich, eins meiner liebsten Motive überhaupt aus allen Sets. Ja. Sieht halt einfach aus wie die große Halle bei Harry Potter, ne? Die Eule mit der Post kommt sie geflogen und die fliegenden Kerzen und oh, diese ganzen Bücher, die man da sieht, einfach herrlich. Einfach nur herrlich. War ja klar, dass das ein Centerpiece sein musste. Ja, das ist auch aus dem Stamperia-Block ausgeschnitten. Na, hier ist nochmal das Raschelpapier. Hier ist nochmal eine Pocket mit einem kleinen Tag. Das ist ja auch wieder diese, ich sag mal, die Mordereule, die da rausguckt aus dem Baumstumpf. Ich finde die einfach lustig, die hat so einen verrückten Blick drauf. Hier nochmal ein kleines Cluster aufgeklebt. Hier ist auch noch eine Pocket. Und genau. Auch noch viel Platz, um was unterzubringen. Dahinter habe ich auch wieder mit dem Spinnenweben schabloniert. Und hier habe ich eine Tasche genäht, einfach aus einem Stück Kraftpapier. Und hier auch mit einem Cluster geschmückt und einer Buchseite und ein bisschen Spitze. Genau, habe es aber versäumt, hier das offen zu lassen. Hätte man das auch noch als Pocket nutzen können. Aber in der Tasche hat man auch schon viel Platz, um Sachen zu verstauen, ist mit Magnetverschluss. Genau, hier ein Zauberkessel mit geheimnisvollen Zutaten, die da drin brauen. Das ist auch ein Stempel von Create a Smile.
Ja, hier auch einfach ausgeschnitten und auf ein in Tier gefärbtes Papier aufgeklebt. Ich finde, das macht dann halt auch schon mit wenig Aufwand viel her, wenn man die Designpapiere einfach mal zerschneidet. Hier noch mit so einem tollen Sticker, den ich mal bei Etsy gekauft habe, beim Etsy-Shop. Ein schöner Nachthimmel, da würde man sich doch gerne zu der Eule oben hinschwingen und sich auch diesen wunderschönen Nachthimmel anschauen, oder? Also mir geht es zumindest so. Hier nochmal eine Buchseite mit etwas Struktur aufgeklebt, so ein Netz. Habe auch mit ein paar Stickern gearbeitet. Die sind aus diesem Buch hier, was ich jetzt endlich mal benutzt habe, das Antiquarian Stickerbook. Da sind wirklich richtig coole Stickermotive drin und das war auch echt nicht so günstig, das Buch. Und ich habe lange gescheut anzufangen, weil es halt auch echt schick ist, ne? Aber jetzt in dem Journal habe ich zum ersten Mal ein paar Sticker davon verwendet. Genau. Und hier ist auch wieder so ein Strukturpapier, was ich mit dem Perfect Pearls eingefärbt habe. Ein bisschen Astrologie darf auch nicht fehlen. Das hier ist aus dem Stickerbogen der Zauberschule von Funkelkram. Ja, das Nachtgeflüster habe ich ausgeschnitten, weil ja, das ist ja die gleiche Eule, die ich vorne im Cover habe und ich finde, die guckt einfach so drollig. Ich mag die gern. Ja, und hier musste ich natürlich auch wieder meinem inneren Drang nachgeben und ein interaktives Büchlein draus gestalten, weil ja, bietet sich halt einfach extrem an. Einfach noch ein bisschen mehr Platz für Notizen. Ja, hier noch ein Tim Holz Stempel. Das ist, glaube ich, von den Halloween Snarky Cats. Das ist, glaube ich, dabei. Und ja, dann nähern wir uns schon dem Ende zu von diesem Journal. Hier nochmal mit einer schönen Eule, ein bisschen Stamperia-Papier. Die ist auch so drollig, die Eule. Genau, und hier hinten sieht es einfach so aus. Da habe ich aus einer Daphnis Diary habe ich dieses Papier ausgeschnitten. Das fand ich halt irgendwie passend. Genau, und hier sieht man einfach nur das Gummiband. Ja, ich hoffe, euch hat das Flip-Through gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich über jeden einzelnen eurer Kommentare und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, das würde mich sehr unterstützen und meinen Kanal. Und ja, ich bin ganz gespannt, ob irgendjemand dieses Journal vielleicht erwerben möchte. Und ja, freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dann, bleibt alle gesund und bastelt euch glücklich.